Wir haben jetzt seit ein paar Wochen diesen Stein bei uns im Shop. Und zwar handelt es sich um eine phasergesteuertes Star Trek Rocklicht. Der Titel ist lang, aber um es einfach zu halten, es ist eine Steinlampe. Ich habe die Folge auch schon gesehen. Und zwar, es ist Folge 6 der ersten Staffel von The Original Series. Und da landen sie ja auf Alpha 177. Und es können aber nicht mehr alle wieder zurückkommen ins Raumschiff. Und auf diesem Planeten, auf Alpha 177, ist es halt unfassbar kalt. Und um dort nicht zu erfrieren, heizen sie Steine auf, eben mit ihren Phasern. Und eben dieser Folge und dieser Situation ist diese Lampe nachempfunden. Ich packe die jetzt einmal aus. Zack. Und dann überlegen wir mal, wie wir das am besten stellen. Einmal so. Und ja, wir haben hier das Lämpchen. Ich mache den Bildschirm vielleicht gleich auch nochmal groß für euch. Die Anleitung. Dann haben wir hier den Phaser. So. Eine Sicherheitsdecke, die werde ich gleich auch nochmal ausbreiten. Und upsa, das Kabel natürlich und sogar ein kleiner Schraubenzieher dabei. Ich wechsle jetzt einmal die Kamera, bupp, damit das ein bisschen schicker ist für euch. Guck mal, jetzt kann ich das auch wieder hier zur Seite bewegen. Also, diese formschöne Lampe, diesmal wirklich formschön, hat unendlich viele Funktionen. Zum einen, ich werde euch das natürlich nicht alles zeigen. Zum einen eben diese Situation aus der Serie, eben aus dieser einen bestimmten Folge, nachempfunden, dass der Stein anfängt zu leuchten, zu glühen. Aber der kann auch in verschiedenen Farben leuchten. Ich glaube, es waren 7 oder 8 verschiedene, also mega viel. Ich werde mir hier auch auf jeden Fall die wunderschöne Anleitung für angucken müssen. Jetzt hatte ich sie natürlich auf dem Kopf, eben weil diese Lampe unfassbar viel kann. So, also in die Fernbedienung, da müssen auf jeden Fall Batterien rein. Da haben wir hier eben das Batteriefach und halt mega cool noch einen winzigen Schraubendreher dazu. Weil nicht jeder Mensch für solch winzige Schrauben den passenden Schraubendreher zu Hause hat. Also richtig gut. Und ihr könnt die Lampe auch mit einem Kabel mit Strom versorgen. Ich habe aber Batterien da reingemacht, weil es einfacher ist für unsere Zwecke hier. So, und ich mache den jetzt einmal an. So, das ist jetzt der leuchtende Zustand. Ich drehe diesen Stein noch einmal für euch. So. Und wir haben bei dieser Lampe verschiedene Modi. Es gibt 2 verschiedene Modi. Es gibt einmal den Survival-Modus und den Atmosphere-Modus. Und der Survival-Modus ist eben dieses dieses Aufleuchten, dieses warm werden des Steins. So, jetzt müssen wir einmal gucken. Und zwar, ich finde es auch sehr schön, aber das erzähle ich euch gleich. Genau, wir haben an dieser Fernbedienung verschiedene Knöpfe. Einmal den hier, das ist der Trigger-Button. Werdet ihr gleich noch sehen, wofür der ist. Dann haben wir noch Plus und Minus. Damit kann man verschiedene Funktion einstellen und auch die Helligkeit der Lampe, also der verschiedenen Farben, einstellen. Und hier gibt es noch ein Deko-Rädchen, das lässt sich nicht bewegen. Das ist einfach nur, um es ein bisschen detailgetreuer aussehen zu lassen. So, und zwar, also ich zeige euch das einmal
wie voll geschrieben diese Anleitung ist. Das, wie schon gesagt, das Ding kann unfassbar viel. Deswegen muss ich hier ein bisschen mit reinschauen. So, weil ich mir jetzt leider nicht alles merken kann. Ich hab's versucht, aber naja, wie gesagt, mein Hirn ist heute ein bisschen matt. So. Versuchen wir es mal. Ich versuche jetzt den Survival-Modus einzustellen. Survival. Ich weiß nicht, ob ihr das hören konntet, aber diese Fernbedienung, dieser Phaser hat Survival gesagt. Und eigentlich sollte jetzt eigentlich sollte das nicht leuchten, aber wir gucken mal, was passiert. Ich werde jetzt hier auf den Trigger-Button drücken und hoffen, dass das jetzt so funktioniert. Ah, okay. Jetzt ist er erstmal aus, quasi. Wunderbar. Jetzt werde ich ihn aufheizen, weil es hier unfassbar kalt ist heute und weil ich auch nicht einen super dicken Pullover anhabe. So, und los. Ich versuche das einfach mal zu zeigen. Also ich leuchte das jetzt an hier. Und wie ihr sehen könnt, heizt er sich quasi auf. Und wenn ich den Knopf jetzt wieder loslasse, dann fängt das, dann dimmt das langsam, aber sicher runter. Es dauert ein bisschen. Aber das ist, ja, jetzt hätte ich das jetzt eben angestrahlt und es würde jetzt langsam die Hitze wieder zurückgehen. Und was ich eben halt so lustig fand, hier steht noch extra in so einem orangefarbenen Kästchen, von wegen, dass der Stein sich nicht wirklich aufheizt, sondern dass es nur eine Simulation ist. Also für Leute, ich weiß nicht, ob das ernst gemeint ist oder ob das ironisch ist, aber ich finde das sehr, sehr schön. So, alles klar. Ja, das war die Survival-Funktion. Ich muss noch einmal gucken. Okay, ja, das war das. Und dann werde ich jetzt einmal die... Ups. Ich versuche hier gerade das so ein bisschen. Was ist denn die schönste Seite? Ich glaube, das sieht am steinigsten aus, oder? So, auf jeden Fall werde ich jetzt in den Atmosphere-Modus gehen. Da muss ich auch wieder gucken. Ich glaube, das war das ein zweimal aufs Minus? Okay. Ja, ich glaube schon. Oder Power Work On. Das haben wir ja. Double Pressing for the Button on the Rock. Schauen wir mal. Das war falsch. Atmosphäre. Aha. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber diesmal hat der Phaser oder die Fernbedienung Atmosphäre gesagt. Jetzt weiß ich, dass ich im richtigen Modus bin. Und jetzt kann ich halt mich entscheiden. Möchte ich den Stein in einer bestimmten Farbe leuchten haben? Oder möchte ich, dass alle Farben, die dieser Stein drauf hat, durchwechseln? Und dann kann ich da auch noch entscheiden, wie schnell das passieren soll, dieser Wechsel. So, das hatten wir. Double Tracing. Also die Anleitung, die ist leider auf Englisch, muss ich einmal dazu sagen. Aber die wichtigen Sachen sind halt auch in Rot und in Fett gedruckt. Also falls ihr ein bisschen Schwierigkeiten habt mit dem Englischen, dann könnt ihr sonst auch googeln oder bei Translate eingeben. Also das ist eigentlich kein Problem. Oder ihr schreibt mir eine E-Mail und ich werde da nochmal, ich werde sie für euch übersetzen. So, aber wir wollen jetzt ja hier die Farbmodi haben. So, jetzt soll ich zweimal auf den Trigger-Button, das ist eben der hier unten. Okay, hi. So, jetzt ist das, bei euch sieht es ein bisschen roter aus, bei mir ist es mehr orangefarben, das Licht. Und jetzt möchte ich ja auch durchwechseln können. Und ich sehe gerade, der Stein, der kann in 7 verschiedenen Farben leuchten. Und zwar in Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Pink und Warmweiß.
Und das Warmweiß, das werdet ihr gleich aber auch noch sehen, das hat schon wirklich so richtigen Lampencharakter. Kann ich gleich auch das Licht nochmal ausmachen, dann seht ihr das alles noch ein bisschen besser. So, dann gucken wir mal. Oh, jetzt habe ich es ausgemacht. So. Ah, okay. So. Und ihr könnt, wenn ihr jetzt, so wie eben jetzt eben, auf einer bestimmten Farbe seid, mit den Plus- und Minusknöpfen die Helligkeit bestimmen. Also wenn ich jetzt ein bisschen länger auf das Plus drücke. Okay, ich bin schon auf der hellsten Stufe. Also wenn ich länger auf das Minus drücke, dann seht ihr, wird das sehr dunkel. Und ich kann es auch wieder hochstellen. Ist das die höchste Stufe? Höher geht nicht. Und auf der Stufe und in der Farbe bleibt das dann auch, wenn ihr nicht noch irgendwelche Knöpfe auf der Fernbedienung drückt. So, dann schauen wir noch einmal. So, jetzt wenn ich dreimal auf den Trigger-Button drücke, dann werden jetzt die Farben sehr langsam durchlaufen. Das dauert 10 Minuten. Ich weiß nicht, das ist hier für unsere Zwecke vielleicht nicht ganz so passend. Deswegen werde ich jetzt, viermal auf den Trigger-Button drücken. So. Und jetzt seht ihr das hoffentlich. Ich kann ja einmal ein bisschen. Oh, ich bin hier über mein Kabel gerollt. Das muss ja nicht sein. Schwupp. Ich mache da einmal das Licht aus, dann könnt ihr das vielleicht sogar noch ein bisschen besser sehen. Hier. Und dann räumen wir das auch nochmal wieder dahin. So, jetzt werden hier nämlich einmal die Farben durchlaufen. So, da geht das vom Pink ins Rot. Und dann wird es orange. Das sieht mega geil aus. Und dann wird es gelblich. Und dann geht's ins Grüne. Also sehr geil. Jetzt warte ich nur auf das Blau. Ich finde das Blau am schönsten hier, so dieses Eisblau. Und dann. Ich mache es immer falsch. So, ich möchte eigentlich. Aha. Wenn ich jetzt eine Farbe gefunden habe, die mir gefällt, wie jetzt eben dieses Eisblau, dann klicke ich einmal auf das Plus auf der Fernbedienung und dann bleibt die Farbe. Dann wechselt das nicht weiter durch, obwohl wir eben diesen Durchwechselmodus eingestellt haben, sondern es bleibt auf der Farbe, die mir jetzt am besten gefällt. Und hier kann ich jetzt auch wieder entscheiden, möchte ich das vielleicht noch heller haben oder dunkler. Da kann ich wieder dadurch, wenn ich länger auf Plus und Minus drücke, das variieren. Ich drücke jetzt eine Weile aufs Minus und dann wird es halt dunkler. Ich hoffe, das seht ihr auch. Ja. So, jetzt leuchtet der halt, also für euch jetzt schon, bei mir leuchtet der jetzt nicht mehr so stark, der würde jetzt nichts beleuchten. Ich würde es jetzt nicht als Leselampe benutzen können, aber ihr hättet dann einfach eine schöne Deko, sagen wir mal so. Also so ein bisschen halt so ein Moodlight einfach. Und wenn ich jetzt wieder auf das Plus gehe, dann wird es wieder hell. Ja, sehr schön. Das hat funktioniert. Ich sollte nur nicht so oft einzeln auf den Trigger-Button drücken. Okay. So, und wenn ich jetzt lange auf den Trigger-Button drücke, dann sollte sich im sehr schnellen Verlauf sollten sich die Farben ändern. Na, wenn ich jetzt sage, jetzt möchte ich es aber grün, dann kann ich mich dafür entscheiden. Ich lasse einfach den Knopf los und wenn ich, oh, ich möchte es noch ein bisschen dunkler, dann mache ich den noch ein bisschen dunkel. Sehr schön. Also mega cool. Vielleicht kann ich den auch hier noch mit in die Deko stellen. Das würde ich noch mal absprechen, ob das in Ordnung ist. So, und ich gucke jetzt noch einmal durch die Anleitung, ob ich eine Funktion vergessen habe. Wie gesagt, die Lampe kann so viel. Ich möchte euch ja auch nichts vorenthalten. Ah, okay. Ich kann nur noch dreimal auf das Plus drücken. Und jetzt hat es halt wirklich so diesen, oder schon eher
den normalen Lampencharakter, würde ich jetzt mal so sagen. Es hat jetzt eben dieses Warmweiß, das ich eingestellt habe, dadurch, dass ich dreimal auf das Plus gedrückt habe. Und wenn ich jetzt in dieser Funktion dreimal auf das Minus drücke, dann dimmt die Lampe innerhalb von 10 Minuten ganz langsam runter. Das ist wie so eine zum Einschlafen. Einfach, dass der Körper langsam ein bisschen ruhiger wird, ihr ruhiger werdet, die Gedanken langsam abschalten. Einfach, dass das Licht immer mehr runtergedimmt wird. Ich kann es jetzt einmal. Very slowly dimming. Einmal anmachen. Ich weiß nicht, 10 Minuten ist halt, wie gesagt, für unseren Rahmen dann doch immer ein bisschen lang, aber naja. So, das war das, glaube ich, mit den Lichtfunktionen. Jetzt ist hier eben aber noch diese, ich mache einmal die Lampe wieder an. So, und zack. Für das Studiolicht bräuchte ich auch mal eine Fernbedienung. So. Und zwar ist hier noch eben diese Safety Blanket mit dabei. Und das Survival Blanket. Ich packe sie jetzt einfach einmal aus. In der Hoffnung, dass sie nicht so knistert wie damals die, na sag schon, die Ponchos, die ich für euch angezogen habe. Und zwar, wie schon gesagt, auf diesem Planeten Alpha 177 ist es unfassbar kalt. Und dafür ist eben so eine Wärmedecke unfassbar wichtig, natürlich. Ich frage mich, ob das nur Deko ist oder ob man die wirklich benutzen kann. Aber für mich sieht das so aus, als würde man die wirklich benutzen können. Es tut mir leid mit dem Geknister. Ich halte es auch ganz weit weg. So. Ihr seht hier die silberfarbene Beschichtung und da die goldfarbene. Ja, sehr schön. Ja, liebe Leute, das ist unser phasergesteuertes Moodlight, der Star Trek Rock.